Und dann moinsen zu diesem Video. Und ja, ich weiß, ist eigentlich erst morgen, aber morgen ist halt auch Spieltag, ne? Leverkusen, deswegen heute schon, ich hole heute schon den Spirit raus für morgen, denn es ist einfach schon ein Jahr her. Es jährt sich das erste Mal Legendo, die Rettung in letzter Sekunde. Wir reisen mal zurück. Wir spulen ein Jahr und noch eine Saison zurück, 31. Spieltag. Die Hertha gerade unter Magath in Augsburg gewonnen. Platz 15 mit 29 Punkten. Der VfB nach dem 0:0 in Mainz auf 16 mit 28 Punkten. Bielefeld auf 17 mit 26 Punkten und Fürth mit 17 Punkten schon abgeschlagen. Am 31. Spieltag verliert Bielefeld und der VfB fährt nach Berlin. Ich war auch dabei gewesen, Sonntag 17:30 Uhr, ekliger Anpfiff und ein elementar wichtiges Spiel. Und ja, der VfB verliert, wie auch jetzt aktuell. Der VfB fehlt in Berlin, 2:0, brotloser Auftritt, die Kacke komplett am Dampfen. Hertha auf 15, 32 Punkte, der VfB auf 16, 4 Punkte dahinter, 28. Komm, geh rein! Dann der 32. Spieltag der Last-Minute-Tore im Fernduell. Das direkte Duell Bielefeld gegen Hertha endet mit 1:1. Erst in der 91. Minute gleicht die Arminia aus. Heißt, die Hertha hat 33 statt möglichen 35 Punkten auf dem Konto. Der VfB bietet wieder einen schwachen Auftritt an, aber gleicht wenigstens noch aus. 1:1 gegen Wolfsburg in der 89. Minute. Oh, auf für Stuttgart! Gib's uns ein Leben! Gib's uns so viel! VfB lebt also noch, die Relegation wirkt trotzdem wie gebucht. Am 33. Spieltag, vorletzter, nicht mehr alle parallel, sondern die Spiele auch da aufgeteilt, heißt es erstmal zuschauen für die VfB-Fans. Am Freitagabend Bielefeld in Bochum, die haben ja auch 27 Punkte. Gewinnt die Arminia, ist der VfB, bevor er gespielt hat überhaupt, auf 17 auf einem direkten Abstiegsplatz. Doch der VfL Bochum hilft. 2:1 Heimsieg, auch da Siegtreffer erst in der 89. Minute. Fehlt noch die Hertha. Heimspiel, Samstagabend, Topspiel der Woche, Anpfiffzeit gegen Mainz 05. Zur Halbzeit 1:1 und Mainz eigentlich nur für Heimspiele bekannt, auswärts eher schwach, doch sie gewinnen. 1:2, alles läuft für den VfB Stuttgart. Bielefeld bleibt bei 27 Punkten, Hertha bleibt bei 33. Der VfB steht bei 29 Punkten und muss nun selber genau das, nämlich punkten. Problem nur, es geht auswärts in die Allianz Arena zu den Bayern. Der VfB muss mindestens noch einen Punkt holen, damit es am letzten Spieltag um was geht im Fernduell mit Hertha BSC. Der VfB hat das bessere Torverhältnis im Vergleich zu Bielefeld und im Vergleich zu Hertha. Am Sonntagnachmittag geht es also mit Hoffnung zum schon feststehenden deutschen Meister. Und das Momentum des Spieltags wird genutzt. Der VfB punktet. Die Schwaben vermiesen den Bayern die Meisterfeier, ein verdientes 2:2, 1:0 Führung, 2:1 Rückstand, noch das 2:2 gemacht. Der VfB tatsächlich auf 30 Punkten nun. Bielefeld damit praktisch weg mit 27 Punkten. Die Hertha ist wieder einfangbar mit 33 Punkten. Denn, wie gesagt, verliert die Hertha am letzten Spieltag und der VfB gewinnt, dann bleibt der VfB direkt in der Bundesliga. Die ist nicht schlecht! Ja! Es ist der 14. Mai 2022. Schönes Wetter, Bundesliga-Konferenz, alle Entscheidungen parallel. Und jeder im Stadion merkt, hier liegt was in der Luft. Schon lange vorm Anpfiff ist der Lautstärkepegel riesig. Eine Mischung aus Vorfreude, Hoffnung und Anspannung. Es ist der Wahnsinn.
Es ist auch das vierte Heimspiel erst in der Saison, das mit voller Auslastung bestritten werden darf. War ja noch Corona. Der VfB Stuttgart spielt gegen den 1. FC Köln. Da noch kleine Europa League-Hoffnung, sonst geht's in die Conference League. Hertha BSC muss auswärts zu Borussia Dortmund. Die werden sicher Zweiter, unter anderem Zorc Abschied und auch Haaland Abschied. Bielefeld mit einer Mini-Chance noch gegen Leipzig zu Hause, da schon mal vorweggenommen, geht 1:1 aus. Und dann geht's los. Der VfB drückt von Beginn an, Elfmeter in Minute 12, Kalajdzic verschießt. Dann die Ecke direkt anschließend an diesen Elfmeter, dann ist Kalajdzic da. Netzt das Ding, Kopfball, wuchtiger Kopfball, 1:0, Eskalation pur. Problem aber, die Hertha führt auch dann schnell. 18. Minute 0:1 in Dortmund. Der VfB spielt eine bockstarke erste Halbzeit, verpasst aber eine höhere Führung. Es geht mit 1:0 in die Pause. Und da Hertha ja auch noch führt, ist der VfB zur Halbzeitpause weiterhin auf Platz 16, Relegation. Lange passiert wenig, dann ein langer Ball, eine Flanke von Kainz, Müller rutscht das Ding durch die Finger, 1:1, Modest, der VfB braucht auf einmal wieder ein Tor und ja immer noch 2 des BVB. In der 68. geht es endlich los, Haaland, Elfmeter, 1:1, Ergebnis geht zuerst durch die Kurve, durch die Handys, dann auf der Leinwand, ein Jubel, der VfB drückt wieder mehr, ist aber weiterhin natürlich mit angewiesen auf das zweite Tor von Borussia Dortmund. Komm jetzt, es macht für die Runde, Dortmund 1:1, Haaland. Das ist Dortmund, komm! Wir wissen es doch schon! Wir wissen es schon! 1:1, so ist es schon! Komm, Dortmund, auf! Auf geht's! Ja, der VfB! Oh, 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 oh. Ja, der VfB! Um 17.16 Uhr geht der Wahnsinn dann los. Moukoko trifft für den BVB, 86. Minute, und er trifft auch damit für den VfB. Die Hertha liegt nun hinten, trifft der VfB, sind beide Mannschaften punktgleich. Der VfB besseres Torverhältnis würde drin bleiben. Das Tor wird auf Leinwand angezeigt und es geht komplett ab. Es geht ein Schwappen durchs Stadion, Euphorie durchs Stadion, Hoffnung durchs Stadion. Das Tor hat eine unfassbare Wirkung, wie ein eigenes Tor. Die Fans peitschen die Mannschaft unfassbar in Richtung 2:1, die Mannschaft von Pellegrino Matarazzo. Dortmund führt, auf jetzt! Komm jetzt! Dortmund führt! Abgeblockt, daneben, Pfosten, Kölner Keeper Schwäbe, das Tor will nicht fallen. Bleibt dem VfB doch nur Platz 16, doch nur die Relegation. Es gibt 4 Minuten Nachspielzeit, der VfB holt eine Ecke heraus und wir wissen alle, was jetzt kommt. Marmoush tritt zur Ecke an, mit Florian Müller sind alle VfB-Fans im Kölner 16er, die vorm Fernseher, die im Stadion, alle sind in diesem 16er mit der gesamten VfB-Mannschaft. Anders gesagt, das komplette Fleisch ist auf dem Grill. Alles oder nichts. Das komplette Fleisch ist aus dem Grill. Auf dem Grill, die Ecke kommt. Und er ist drin! Und er ist drin! Der absolute Wahnsinn! 4! Komm jetzt! Thank you.
Müller wartet mit dem 16er. Ball kommt an den ersten Posten, wird verlängert. Gefallen, Tor! 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 Tor für den VfL Stuttgart! Das darf nicht wahr sein! Das darf nicht wahr sein! Sie rennen in die entgegengesetzten Richtungen und sie jubeln und sie feiern alle. Wer war es denn nun? Wer hat das Tor gemacht? Wer hat das Tor geschossen? Ich konnte es nicht sehen, aber die Verlängerung geht an den zweiten Posten. Und dann der Schuss bzw. der Kopfball ins Tor hinein. Stand jetzt Stuttgart in der ersten Liga und Hertha in der Relegation. Hiroki Ito verlängert am kurzen Pfosten auf Wataru Endo. Der Kapitän wirft sich ohne Rücksicht auf Verluste mit dem Kopf voraus in diesen Ball. 2:1, 92. Minute, Legendo ist geboren um 17.20 Uhr. Mislintat stellt sich vor die Kurve, noch gibt es keinen Platz für Platzsturm, das Spiel läuft noch, es ist noch nicht Schluss. Köln versucht es nochmal, Endstation Konstantinos Mavropanos, der Grieche prügelt den Ball ins Aus, Abpfiff, Klassenerhalt. Platzsturm, legendäre Szenen, legendäre Bilder, ein unvergesslicher Moment, kollektive Ekstase im Stadion, im TV, im Radio. Der VfB bleibt in letzter Sekunde in der Bundesliga. Wie sagt man so schön, man muss dabei gewesen sein. Ein unvergesslicher Tag, der 14. Mai 2022, VfB-Geschichte. Also von der Emotionalität im Stadion würde ich sagen, fast Top-3-Erlebnis für mich. Ja, und ein Jahr später stehen wir quasi am selben Punkt. Morgen geht's gegen Leverkusen. Der VfB muss punkten an dem Tag, an dem sich das Legendo-Spiel erstmalig jährt. Wir brauchen den Geist von diesem Spiel, den Geist von diesem Klassenerhalt. Ich hoffe, hat dieses spezielle Video gefallen. Natürlich gerne Like und Abo da lassen, ganz klare Geschichte. Bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.